Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wie ihr in Mechagon fliegen könnt, ohne dass ihr Ruf habt, beziehungsweise das Flugachievement, den Pfadfinder 2.0. Und ihr seht, ich bin hier am Rumfliegen. Es sieht ein bisschen komisch aus, weil ich gerade in der Bärengestalt unterwegs bin und die ein bisschen buggy ist, wenn die hier im Flugmodus ist. Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten. Der eine oder andere wird gesehen haben, dass am ersten Tag man sich einen Buff holen konnte, und zwar hier Antigravitationsrucksack, und mit diesem Buff kann man quasi fliegen, beziehungsweise ja, solange man den hat und man am Boden rumläuft und einen Doppelsprung macht, geht es dann in den Flugmodus. Man kann hier nicht angreifen und kann auch sonst keine Spells wirken, und zusätzlich ist es so, dass wenn man zu nah an diese Viecher hinkommt, ein Buff hochsteckt und dementsprechend nach 10 Stapeln abgeschossen wird. Heißt, man muss, wenn dann, ein bisschen aufpassen, dass er von den Dingern wegkommt, oder man landet kurz, dann resettet der Buff auch. Soweit ganz gut. Ging am ersten Tag, da waren nämlich solche Plattformen da, die man aufbauen konnte. Die standen hier überall, da waren bestimmt 10, 20 Plattformen hier über die ganze Zone verteilt, und man konnte diese Plattform aufbauen und hat sich diesen Buff geholt und konnte fliegen. Die anderen beiden Tage, die wir jetzt seit dem Patch haben, sind diese Plattformen nicht da. Es scheint so, dass immer quasi andere Konstrukte sind, die man aufbauen kann, und dementsprechend kann man theoretisch nicht über diese Plattform fliegen. Es gibt aber einen anderen Weg. Ich habe jetzt am dritten Tag ohne diese Plattformen hier diesen Antigravitationsrucksack und auch noch mehrere Items hier im Inventar, wo ich mir den nochmal drauf machen kann. Wie funktioniert das? Wir brauchen nämlich einen Plan, der schimpft sich Antigravitationsrucksack, und den können wir hier beim Pascal einmal abgeben, lernen, und dann können wir diesen Rucksack bauen. Und zwar haben wir den hier. Wir brauchen zwei Energiezellen und dementsprechend 200 Ersatzteile, und wir kriegen quasi 30 von diesen Rucksäcken. Ein Rucksack hält 20 Minuten, heißt, wir können eine Stunde lang mit diesem Ding rumfliegen, Rares sammeln, alles Mögliche. Damit ist es natürlich wesentlich schneller, dass man, wenn man die Rares hier sucht, dass man überall hinkommt und sich das holt, weil ihr seht, ich bin schon relativ zügig unterwegs hier quasi durch die Luft. Wo habe ich jetzt den Plan her, dass ich mir diese Antigravitationsrucksäcke bauen kann? Und zwar gibt es einen Rare, der schimpft sich Rostfeder. Der ist einmal hier oben auf der, hier oben auf dem Berg. Und der droppt übrigens auch ein Mount, ein schickes, dieses schicke rostige Motorrad, und der kann auch zu einer 33-prozentigen Chance diesen Plan droppen. Heißt, ihr könnt diesen Rare jeden Tag umhauen und habt täglich eine Chance aufs Mount und zusätzlich auf den Plan für diesen schönen Rucksack, wo ihr dann rumfliegen könnt. Mehr ist es nicht. Ihr könnt lediglich hier auf Mechagon fliegen, nicht in Nassiatau oder in irgendwelchen anderen Gebieten, aber das ist doch schon mal was. Und vielleicht noch als kleines Highlight, wenn ihr eine Stealth-Klasse seid und hier im PvP-Warmode unterwegs seid, ihr könnt selbst im Stealth hier rumfliegen, dann warten, bis da irgendein Hordler oder ein Ally ist, je nachdem, was ihr für eine Fraktion habt, auf den Boden gehen und den umnatzen, ohne dass er euch kommen sieht. Das ist ganz praktisch, dann können sie euch quasi auch nicht abmounten mit dem Ding, und ja, ich würde sagen, das ist eine schicke Angelegenheit. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Soll das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.